Die finale Phase der Synode ist erreicht. Das Abschlussdokument dreht seine letzten Schleifen. Zeit für einen Rückblick aus der Beobachterperspektive auf die vergangenen drei Wochen. Es waren drei sehr spannende Wochen, unglaublich reich. Für uns Journalisten manchmal auch ein bisschen hart, weil wir nicht immer an die Informationen kamen, an die wir gerne gekommen wären. Und mussten uns mit dem zufrieden geben, was uns Pater Lombardi am Mittag erzählt hat. Und das ist nicht immer alles gewesen, was ein bisschen enttäuschend ist manchmal. Es gab Debatten, die hin und her wogten. Es gab hochinteressante Hintergrundgespräche. Es gab zwischendrin auch etwas Nervosität, weil ja bestimmte Meldungen in den Medien lanciert wurden, die eigentlich nichts mit der Synode zu tun hatten, die aber dann doch in die Synode hineingespielt haben. Zum Beispiel diese merkwürdigen Berichte über eine angebliche Tumorerkrankung des Papstes. Das hat dann schon auch ein bisschen auf die Synode abgefärbt. Das andere ist, sind unendlich viele Themen besprochen worden. Das zu sortieren alleine war schon recht kompliziert. Es war ja eine Woche mehr als im vergangenen Jahr. Also sehr dichte Zeit, und das muss man, glaube ich, auch nachher erstmal nachsortieren, bis man genau weiß, was da eigentlich genau passiert ist. Inhaltlich, glaube ich, ist es ein Lernprozess, vor allem für die Bischöfe, die einfach nicht gewohnt sind, so intensiv zu diskutieren, aushalten zu müssen, dass der eine das so sieht, der andere das so sieht und beide katholisch sind. Was letztlich für die Öffentlichkeit und für die Katholiken rauskommen wird, da bin ich mir noch ganz unsicher. Ich glaube, erstmal ist es dieser Lernprozess der Bischöfe, der diese drei Wochen Veranstaltung hier kennzeichnet. Wie unterscheidet sich denn diese Synode im Gegensatz zu der vom vergangenen Jahr? Die Synode war, wenn man den Teilnehmern glauben darf, sehr viel tiefer, der Austausch war offener, man hat um Positionen gerungen, man hat sich nichts geschenkt, aber man ist doch zu Formeln gekommen, zu Kompromissen gekommen, mit denen man leben kann. Wenn man dann so mitkriegt, was teilweise in der Synodenaula gesagt wurde, was für Aussagen da fielen, dann merkt man doch, dass da manchmal ganz schön gekämpft wurde auch. Bei den liberalen Offenen habe ich eher immer so den Eindruck, die haben mit dem Florett gekämpft. Bei den Konservativen war es schon so, dass sie den Säbel oder manchmal auch die Bazooka ausgepackt haben. Der Eindruck, den man natürlich erwecken will, ist der, dass man friedlich, schiedlich zusammensitzt und über etwas streitet. Und für mich gehört das einfach auch zur Streitkultur dazu, dass man auch manchmal tatsächlich sehr offen und kritisch wird. Naja, die Synode im vergangenen Jahr, die hat ja mit einem Knall geendet. Ja, es gab zwei Abschnitte, für die keine Zweidrittelmehrheit erreicht wurde. Insofern ist die Synode dann schon mit einer Überraschung und auch mit einer Kontroverse geendet. Das ist man einfach aus der katholischen Kirche so nicht gewohnt. Und schon gar nicht hier aus Rom, aus dem Vatikan, wo es eben doch immer eher einheitlich, harmonisch und so weiter zugehen soll. Ob das so kommt, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also mein Eindruck ist eher, dass die Bischöfe bemüht sind, Kontroversen nicht so nach außen dringen zu lassen. Aber wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. Es kann ja sein, dass es am Samstag doch noch knallt. Dieses Jahr war, glaube ich, konstruktiver. Also es war vom ersten Tag war mir klar, die wollen zu was Positivem kommen. Da waren zwar die Unterschiede da, die Meinungsverschiedenheiten gibt es, die sind auch klar ausgetragen worden, aber allen war klar, wir wollen zum Schluss zu einem Papier kommen, dass wir abstimmen können, das positiv klingt, das nicht nur immer gleich gegen etwas ist, sondern auch für etwas ist, um zu sagen, wofür Kirche eigentlich steht. Sie haben alle Arbeitspapiere durchgelesen und durchgearbeitet. Was haben Sie denn zwischen den Zeilen der Arbeitsberichte der Sprachgruppen entdecken können? Es war so, dass in diesen Zwischenberichten man eigentlich nicht zwischen den Zeilen lesen musste, weil alles klar dastand. Also er stand da, ein Bischof hat den Vorschlag gemacht, dieses und jenes, aber das fand nicht die Mehrheit. Es wurde kritisch diskutiert über dieses und jenes. Hier waren wir gespalten. Also von daher war das tatsächlich sehr aufschlussreich für die Stimmung in der Synode. Bis dahin, dass dann sogar die deutsche Gruppe in ihrem letzten Bericht gesagt hat, wir sind verletzt und wütend über das, was manche Synodenteilnehmer gesagt haben und wir finden, das ist kein guter Stil. Also da war dann doch sehr klar mal gesagt, worum es da geht, und das hat uns eigentlich sehr geholfen. Zwischen den Zeilen habe ich herausgelesen, dass es vor allem darauf ankommt, wie man sozusagen bei den Katholiken zu Hause dasteht. Also wenn die deutschen Bischöfe jetzt heimkehren, vor allem mit dem letzten Bericht, wo sie sich eben bei Frauen entschuldigen, wo sie eine Lösung für wiederverheiratete Geschiedene vorschlagen, wenn die damit heimkehren, können die eben sagen, Leute, guckt mal, wir haben gekämpft für das, was ihr immer wolltet. Ob es dann im Abschlussbericht genauso aussieht und ob der Papst es auch so entscheidet, das wissen wir nicht, aber wir haben eben gekämpft. Und jetzt wisst ihr wenigstens, was wir wollen. Die Themen,
die wir klassischerweise als die deutschen Themen nehmen. Die kamen gar nicht aus den deutschen Gruppen, die kamen vor allen Dingen aus spanischsprachigen Gruppen. Oder die deutschsprachige Gruppe, die bestand ja aus großkopferten Theologen, sagen wir mal. Dass die zu einstimmigen Beschlüssen kamen, das war irgendwie mir erstmal erstaunlich, aber auch der ganzen Synode. Man hörte dann sich den O durch die Reihen gehen. Da sind Dinge passiert, die wir so vielleicht vorher nicht für möglich gehalten haben, was auch zeigt, dass vielleicht unsere Erwartungshaltungen so vorher nicht stimmten. Aber das sind Dinge, wo ich sage, das sind kleine Zeichen, die man aus diesen Zwischenberichten herauslesen kann. Wann würden Sie den Abschlussbericht der Synode als Erfolg werten und wann eher als Misserfolg? Ich habe den Eindruck, dass man alles vermeiden wird, um in irgendeiner Form Verlierer und Sieger zu produzieren und dass man einen ganz starken Appell in Richtung Papst Franziskus macht, sprich du das letzte Wort, dann sind wir ein bisschen aus der Pflicht genommen. Und das ist natürlich letztlich auch so ein bisschen die schwache Seite dieser Synode, dass man am Ende zu einem klaren, einheitlichen Votum, zu einem starken Dokument nicht in der Lage sein wird. Also im Augenblick sieht es so aus, als ob das ein klassisches Dokument wird. Das heißt, es wird an den Papst gegeben und dann wird der entscheiden, was er daraus macht. Also das ist sozusagen noch ein weiterer Schritt auf dem synodalen Weg. So komisch, dass sie sich ja anhört, nach eineinhalb Jahren jetzt nochmal einen Schritt weiter machen zu müssen. Aber so ist eben eine Synode. Sie gehört sozusagen dem Papst, sie berät den Papst und der entscheidet dann, was er daraus macht. Also Erfolg oder Nicht-Erfolg sozusagen hängt dann am Papst.